ist natürlich jetzt unglaublich schwer, nach so einem Vortrag die Rede zu halten. Ich probiere es mal. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Bürgermeister Stickel, begrüßen möchte ich auch den Vertreter aus Detmold, Herrn Witt, mit Gattin. Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Freunde der Musikschule. Das waren noch Zeiten, 1967. Die Beatles und die Rolling Stones erobern die Hitparaden, ebenso Roy Black und Peter Alexander die deutschen Charts. Altbundeskanzler Konrad Adenauer stirbt. Der Schah von Persien kommt nach Düsseldorf, das war im Mai. Und im Oktober besuchen Düsseldorf zwei mutige Männer aus Bachburg. Gerd Wasmuth, Musiklehrer am Gymnasium in Magnanum, und Walter Strömer. Sie haben eine Idee, sie möchten in Bachburg eine Musikschule gründen und fragen einfach, ich hoffe, das ist jetzt so richtig, sonst stellen Sie es nachher gerade durch Strömer, einfach den Antrag auf Genehmigung dieser Schule. Sie fanden offene Ohren und die Musikschule wurde genehmigt. Von 1987 bis 1980 leitete Herr Wasmuth die Musikschule. Und so eine nette Anekdote am Rande, gefragt, Herr Wasmuth, wie viele Schüler hatten wir? Antwortete Herr Wasmuth 1972, 666. Er wurde gefragt, 2 Jahre später, wie viele Schüler haben wir denn jetzt? 666. Und im darauffolgenden Jahr, Sie ahnen es, auch wieder 666. Damals gab es noch keine Pro-Kopf-Förderung, so wie wir das heute haben. Von daher war alles legitim. Und er wollte einfach mit dieser Zahl, ich hätte es auch gemacht, ausdrücken, die Musikschule findet in Bachburg. Resonanz ist gut, wichtig und richtig. Doch die Arbeit machte langsam überhand, es mussten ja auch Sponsoren gefunden werden und da war Herr Wasmuth sehr kreativ und gründete die Musikfreunde. Einige von diesen Gründungsmitgliedern, wie Herr Kirchner, Frau Schwed, ich weiß gar nicht, ob Frau Dr. Albrecht da ist, ich habe sie noch nicht gesehen, die waren jedenfalls mit von der Partie und haben versucht, Sponsorengelder aufzutreiben. 1980 stellte dann die Stadt Bachburg eine hauptamtliche Musikschulleiterin ein, es war Helga Neumann. Sie brachte Struktur in die Musikschule und baute sie nach den Richtlinien des Verbandes der deutschen Musikschulen aus und um. Im Jahr 1987 hat dann Klaus Müllheimlich die Leitung übernommen bis in das Jahr 2005. In diesem Jahr, 2005, beschloss der Rat der Stadt Bachburg das sogenannte Haushaltssicherungskonzept. Das hatte zur Folge, dass die Musikschule aus der städtischen Trägerschaft herausfiel und den 4 Hauptamtlichen wurde dann eben gekündigt. Ja, und dann kam ich. Ja, es war ein Sprung ins kalte Wasser, fühlte sich nachher ein bisschen wärmer an, aber die Unsicherheit war am Anfang da. Struktur und Konzept der Musikschule mussten erweitert und umgebaut werden. Einfach nur das Stichwort demografische Kurve. Es mussten also mehr Kinder irgendwie ran. Und im Zuge dieser Tatsache habe ich dann mich mit Kollegen zusammengesetzt und wir haben neue Gruppen gegründet, die sogenannten Musikzwerge. Das sind Kleinkinder im Alter zwischen oder ab 1,5 bis 3 Jahre mit einem Elternteil, Mama oder Papa, Oma oder Opa dabei. Und was ich am Anfang so mit leichten Bauchschmerzen habe auch ertragen müssen sollen, erweist sich heute als der große Renner. Je früher, desto besser. Danach kam dann die Musikmäuse, ähnlicher Inhalt, aber ohne Mama und Papa. Und dann ist natürlich wieder auf Früherziehung, wie das oft so an Musikschulen üblich ist. Ein ganz interessantes Angebot haben wir noch an der Musikschule, die Orientierungsphase. Da erfahren Kinder ab 6 Jahren Instrumentalunterricht von einem Fachlehrer. Das sind die Instrumente Saxophon, Cello,
Violine, ich hoffe, ich vergesse jetzt nichts, Gitarre, Keyboard, Trompete, Posaune, Horn und Cornett. Wie gesagt, die entsprechenden Leihinstrumente in der Größe werden zur Verfügung gestellt. Weiterhin unterrichtet die Musikschule auch an den Musikklassen des Büffert-Gymnasiums. Und etwas ganz Besonderes hier in Warburg ist die Ballettabteilung. Warburg gehört zu den 8 bis 9 Musikschulen des Landes Nordrhein-Westfalen, wenn ich das jetzt richtig zitiere, Herr Witt, die ein derartiges Angebot haben. Da können wir richtig stolz drauf sein. Selbstverständlich haben wir auch Angebote für Senioren und Erwachsene. Einige sind ja auch hier drunter. Ich finde das sehr toll. Es gibt dann auch noch sogenannte Zehnerpakete, wenn ein Erwachsener sagt, ach mein Gott, in meiner Kindheit habe ich doch mal gespielt. Richtig, kommt sie zur Musikschule, es gibt das Zehnerpaket und am Fachlehrer kann man dieses Fach dann wieder ein bisschen auffrischen. Oder es kommen Leute, die sagen, ich hätte ja schon immer mal gerne Saxophon gespielt. Geht alles ausprobieren und dieses Angebot wird sehr angenommen. Es gibt noch weitere Angebote, aber da verweise ich einfach auf unsere Homepage. Ich bin nun 35 Jahre in Warburg, habe in dieser Zeit 31 Schülerinnen und Schüler erfolgreich für ein Musikstudium vorbereitet, an der Uni oder auch an der Hochschule. Ich wünsche mir, dass die Institution Musikschule immer mehr Menschen für die Musik begeistern kann. Keine andere Tätigkeit verknüpft so schnell so viele Hemisphären miteinander, wie es gerade das Musizieren macht. Gibt es ganz viele Abhandlungen darüber, will ich jetzt gar nicht weiter ausgehen. Es lohnt sich vielleicht darüber mal einen separaten Abend zu veranstalten. In diesem Sinne möchte ich einfach nur sagen, sine musica nulla vita, ohne Musik kein Leben. Ja, und nun wünsche ich uns und Ihnen eine gute Zeit, musikalisch und kulinarisch, genießen wir es. Die letzte, das kulinarische, die Blumendekoration, die kommen von Frau Tané Richter. Und die Programmzusammenstellung machte Peter Ernst. Eine gute Zeit.